die eigene Persönlichkeit besser verstehen zu können und auch die anderer Menschen, das ist beides ein großer Vorteil im Berufs- und im Privatleben. Nehmen wir zum Beispiel das Wissen, wie extrovertiert jemand ist. Bei Extrovertiertheit oder Extraversion, so nennen das Psychologen, geht es vereinfacht um Geselligkeit, darum, wie viel Energie wir typischerweise aus sozialen Kontakten mit anderen Menschen ziehen. Sind wir stark extravertiert, dann kommen wir in einen Raum voller Leute und denken, prima, ganz viele Gelegenheiten, sich zu unterhalten. Und wenn stark Extravertierte lange nicht unter Menschen waren, dann gehen sie vor die Tür, nur um mal mit jemandem sprechen zu können. Wenn in einer Partnerschaft der eine stark extravertiert ist, der andere aber sehr gering, dann geht der eine zum Beispiel wahrscheinlich gerne auf Feiern oder lädt viele Gäste nach Hause ein, der andere wandert lieber zu zweit durch die Berglandschaft der Abruzzen oder schaut sich einen Film an. Das kann in Beziehungen auf Dauer offensichtlich zu Konflikten führen. Oder nehmen wir unser Berufsleben. Ein introvertierter Gebrauchtwagenhändler, das wird anstrengend mit dem Kundenkontakt. Und ein introvertierter Lehrer oder eine introvertierte Erzieherin, überhaupt soziale Berufe, passt nicht gut. Kann man machen, ist aber eben belastender und fällt einem schwerer, als wenn man normal extravertiert ist. Ähnliches gilt umgekehrt. Es gibt ja Kolleginnen und Kollegen, wenn die morgens ins Büro kommen, dann machen die erstmal mit einem Kaffee in der Hand die Runde und wollen mit jenem ein kleines Schwätzchen halten. Früher dachte ich, die sind halt faul. Aber das ist vielleicht gar nicht die Ursache. Die Ursache kann auch sein, dass sie, weil sie sehr extravertiert sind, emotional eingehen, wenn sie den ganzen Tag ziemlich alleine in ihrem Büro sitzen müssen. Also gut überlegen, welchen Beruf man wählt und wen man heiratet, wenn man stark oder schwach extravertiert ist. Warum erzähle ich das? Um deutlich zu machen, dass das Wissen um die eigene Persönlichkeit und die anderer Menschen wirklich wichtig ist. Nun ist Extraversion aber nur eine von sehr vielen Persönlichkeitsdimensionen. Wäre also schön, zu wissen, welche von den vielen, die es gibt, denn überhaupt weit verbreitet sind und welche von denen, die weit verbreitet sind, außerdem einen starken Einfluss auf uns haben, so wie Extraversion. Lange Zeit war das nicht klar und es gab viele Persönlichkeitsmodelle, die sich widersprachen und wissenschaftlich nicht gut abgesichert waren. Das hat sich zum Glück inzwischen geändert. Es gibt in der Persönlichkeitspsychologie nämlich mittlerweile ein allgemein anerkanntes Standardmodell der Persönlichkeitsunterschiede. Das ist bekannt unter dem Namen, oder sagen wir weniger bekannt unter dem Namen Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeit, bekannter aber und griffiger unter dem Namen The Big Five, die großen Fünf. Fünf, weil dieses Modell nur fünf Persönlichkeitsdimensionen umfasst. Eine Persönlichkeitsdimension ist eine Verhaltenseigenschaft, die man mehr oder weniger stark haben kann, wie Extraversion. Und diese fünf in Kombination miteinander haben einen hohen Erklärungswert für sehr viele unserer alltäglichen Verhaltensweisen. Und man kann, wenn man weiß, wie da jemand aufgestellt ist, über sein Verhalten allerlei voraussagen. Daher das Big, der Big Five.
Eine der Big Five ist, wie gesagt, Extraversion. Die anderen kommen jetzt. Persönlichkeitspsychologie 101, The Big Five, los geht's. Es gibt im Deutschen mehr als 5000 Wörter, um Charakterzüge von Menschen zu beschreiben. Über 5000. Das zeigt, wie wichtig es uns ist, beschreiben zu können, was für eine Persönlichkeit ein Mensch hat. Und wir updaten diese Worte auch noch regelmäßig und kombinieren sie, sodass immer neue Charakterbeschreibungen dazukommen und alte verschwinden. Achtsamkeit ist so ein relativ neues Wort. Oder linksgrün versifft habe ich vor ein paar Jahren zum ersten Mal in Würzburg an der juristischen Fakultät gehört. Die Persönlichkeitspsychologie versucht nun schon seit langem, diesem fröhlichen Ungefähr ein sparsames, aber trotzdem aussagekräftiges Beschreibungssystem entgegenzusetzen. Dazu gab es schon viele Vorschläge, aber erst in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts hat sich dann allmählich ein Modell als Standardmodell in der Psychologie durchgesetzt, bekannt als die Big Five oder das Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeit. Dieses Modell ist ziemlich theoriearm. Es basiert also nicht auf einem besonders ausgefuchsten oder auch umstrittenen Menschenbild, sondern ergab sich aus mittlerweile Tausenden von empirischen Studien, die einfach erstmal Verhaltensunterschiede zwischen Menschen beschrieben haben und diese Daten dann statistisch bearbeitet haben, vor allem mit der sogenannten Faktorenanalyse. Das ist ein multivariantes Verfahren aus der Statistik. Wen das Technische bei sowas interessiert, lernt man im Grundstudium in Psychologie, ist also nicht wirklich Hexenwerk. Und wenn man sich dann die entsprechenden Studien ansieht und die Daten faktorenanalytisch bearbeitet, dann zeigt sich Folgendes. Weil so gut wie jedem Menschen und in sehr vielen Kulturen, nicht nur im Westen, stecken hinter sehr vielen Persönlichkeitsunterschieden oder unterschiedlichen Verhaltensweisen von Menschen, besser gesagt, nur 5 mehr oder weniger stark ausgeprägte Ursachen, beziehungsweise eben statistisch gesprochen Faktoren. Die sind teilweise genetisch verursacht, teilweise erfahrungsbedingt. Und man kann sie sogar bei sehr vielen Tieren, etwa bei Hunden oder bei Schimpansen, nachweisen. Und für diese 4 haben sich, für diese 5 haben sich 5 Bezeichnungen eingebürgert, nämlich Extraversion, kennen wir schon, dann Neurotizismus. Da geht es darum, wie häufig man negative Gefühle erlebt. Gewissenhaftigkeit, ungefähr das, wonach sich's anhört. Verträglichkeit ebenfalls, ungefähr das, wonach sich's anhört. Und Offenheit für neue Erfahrungen. Und um sich diese 5 merken zu können, hilft das englische Wort Ocean. Da passt nämlich jeder der Buchstaben zu einer der 5 Persönlichkeitsdimensionen. Ich gehe die mal kurz durch. O steht für Openness, also zu Deutsch Offenheit. Wie interessant und wie wichtig für einen neue Erfahrungen und Ansichten sind. Wer da hohe Werte hat, der will sich mit dir sofort über neue Ideen unterhalten oder über Kunst. Sehr offen oder sehr wenig offen sein ist in, oder sagen wir mal, wenig offen sein ist in manchen Jobs von Vorteil, in anderen nicht. Und in Beziehungen auch. Das ist ähnlich wie bei Extraversion. Wer ein innovatives Unternehmen aufbauen will, der sollte vermutlich offener sein als der Durchschnitt.
Aber hohe Offenheit ist beruflich auch nicht immer gut. Wenn man nämlich etwas macht, was recht gleichförmig und geregelt ist, dann wird es für sehr offene Menschen schnell langweilig. Und ein allzu offener Lohnbuchhalter zum Beispiel wäre da vielleicht so ein klischeehaftes Beispiel. Oder nehmen wir unser Privatleben. Wenn zwei Menschen zusammen sind und der eine ist sehr offen und der andere nicht, dann will der eine im Urlaub vielleicht eher im eigenen Camper in dieselbe Gegend fahren wie letztes Jahr und das Jahr davor. Der andere will aber lieber mit dem Rucksack durch Papua-Neuguinea trampen, weil er da noch nicht gewesen ist und es da echt anders zugeht als auf einem Campingplatz im lieblichen Rheingau. Das kann in Beziehungen offenbar zu Konflikten führen. Ähnliches gilt auch für viele andere Bereiche, etwa in der Kindererziehung. Macht man das traditionell oder schickt man seine Kinder in einen Montessori-Kindergarten oder auf eine Waldorfschule oder auf was noch viel Moderneres oder Neueres? Wenn man wissen will, wie offen man selbst ist, dann kann man sich fragen, wie man es findet, wenn jemand öfters mal seine Meinung ändert. So rein vom Gefühl her. Findet man das eher oder findet man so jemanden eher interessant oder hat man da eher die Befürchtung, jemand ist unzuverlässig oder unberechenbar? Nach dem O kommt in Ocean das C. C steht für Conscientiousness. Das muss man öfter mal aussprechen, um sich das merken zu können. Conscientiousness wird übersetzt mit Gewissenhaftigkeit. Halbwegs gute Übersetzung. Das bezieht sich darauf, wie fleißig jemand ist und dazu neigt, Regeln zu folgen, zu tun, was von ihm sozial verlangt wird. Und wie leicht oder schwer es jemandem fällt, das dann auch langfristig durchzuziehen. Wer hohe Werte bei Gewissenhaftigkeit hat, der kann Versuchungen besser widerstehen, etwas zu tun, was mehr Spaß macht als das, was gerade verlangt wird. Impulskontrolle und Selbstdisziplin sind deshalb typische Merkmale stark gewissenhafter Persönlichkeiten. Conscientious zu sein macht also offenbar nicht immer Spaß, aber es zahlt sich aus. Menschen, die hohe Werte bei Gewissenhaftigkeit haben, sind deutlich erfolgreicher in der Schule, im Studium und im Beruf. Das ist da wohl der wichtigste Faktor neben Intelligenz. Für Personalchefs also offenbar eine wichtige Eigenschaft, wenn es darum geht, wen sie einstellen oder wer befördert werden sollte. Gewissenhafte Menschen sind im Schnitt auch gesünder und leben länger als andere. Warum? Unter anderem, weil sie ja eher Regeln folgen und deshalb eher dazu neigen, zum Arzt zu gehen. Und dann auch das zu machen, was der Arzt ihnen sagt. Und sie rauchen weniger als der Durchschnitt, trinken weniger, sind seltener übergewichtig und nehmen seltener Drogen. Sie machen eher Sport, praktizieren safer Sex und versuchen und verursachen seltener Autounfälle. Hängt alles damit zusammen, dass sie mehr Selbst- bzw. Impulskontrolle haben als andere. Und ihre Lebenspartner, auch interessant, sind im Schnitt bei sonst gleichen Bedingungen natürlich immer mit ihnen zufriedener als mit Menschen, die wenig gewissenhaft sind. Entsprechend haben sie auch eine geringere Scheidungsrate. Warum? Auch hier wieder eine gewissenhafte Person, weil eine gewissenhafte Person in Beziehungen zuverlässiger ist, eher
ihren Teil der Beziehungspflichten erfüllt und seltener Dinge tut, die Beziehungen nach allgemeiner Ansicht schaden. Egoistisch sein, betrügerisch, gewalttätig werden. Das verstößt ja alles gegen sozial geteilte Regeln. Gewissenhaftigkeit zeigt sich also in sehr vielen Lebenslagen, wie jede der Big Five. Und um zu sehen, wie gewissenhaft jemand ist, reicht es manchmal schon aus, einfach zu schauen, wie ordentlich er gewöhnlich mit seinen privaten Sachen umgeht oder wie sein Schreibtisch aussieht oder die Wohnung. Das klingt wie schlechte Küchenpsychologie, scheint aber Pi mal Daumen gar nicht mal schlecht zu funktionieren, zumindest bei Erwachsenen. Das E in Ocean, wofür das steht, kennen wir schon, Extraversion. Wie gesagt, da geht es darum, wie viel Energie jemand aus sozialen Kontakten zieht und entsprechend mehr oder weniger soziale Kontakte sucht und hat. Stark Extravertierte sind darüber hinaus aber auch selbstsicherer, ein bisschen dominanter als der Schnitt, aktiver insgesamt, haben höhere Scheidungsraten und sind allgemein etwas fröhlicher als andere. Warum das so ist, ist wissenschaftlich noch nicht so richtig geklärt. Eine Vermutung ist, dass das Belohnungssystem des Gehirns bei stark Extravertierten schneller anspringt. Sie können sich also leichter über etwas freuen und freuen sich stärker. Und weil wir als soziale Wesen evolviert sind und eben die meisten Kontakte, die wir auch so haben, wir halt den Tag über normalerweise sehr viele soziale Kontakte haben als soziale Wesen, empfinden stark Extravertierte solche sozialen Kontakte eben auch häufiger mit Freude verbunden als andere. Und sie suchen solche Kontakte und sind dann auch insgesamt aktiver. Ein weit verbreiteter Irrtum in diesem Zusammenhang: introvertiert sein, also das wenig extravertiert, nicht das Gegenteil, wenig extravertiert sein, ist nicht zu verwechseln mit Schüchternheit. Wer schüchtern ist, ist sozial überdurchschnittlich ängstlich und unsicher. Das ist aber was anderes als wenig Energie aus Kontakten mit vielen anderen Leuten ziehen. Man kann zugleich extravertiert und schüchtern sein, was ziemlich doof ist, denn dann will man eigentlich viele soziale Kontakte und das ist für einen auch eine Glücksquelle, man traut sich aber nicht. Und es gibt umgekehrt sehr selbstsichere, sozial kompetente Menschen, die introvertiert sind. Denen bringen viele soziale Kontakte, aber halt eben nur weniger als anderen Leuten und deshalb machen sie eben häufiger lieber was anderes. Soweit Extraversion. Das A in Ocean steht für, also im Englischen immer, Agreeableness, Verträglichkeit. Grob gesagt, wie angenehm man als Mensch ist. Hier finden sich am einen Ende der Skala Menschen, die schlicht nicht sehr nett sind. Sie sind häufig in Opposition bis hin zu offener Feindseligkeit. Sie streiten sich häufig, sind unhöflich bis rüde oder sogar rücksichtslos. Und am anderen Ende stehen diejenigen, die besonders freundlich sind, hilfsbereit und Mitgefühl haben. Wie alle Big Five ist Verträglichkeit normal verteilt. Das heißt, die meisten von uns sind in der Mitte einer entsprechenden Glockenverteilung mit einer Mischung aus verträglichen und nicht so verträglichen Verhaltensweisen. Ganz normal halt. Besonders verträgliche Menschen haben dagegen aber zum Beispiel in der Regel ein eher positives Menschenbild. Sie vertrauen eher anderen, als das üblich ist. Da zeigt sich auch, wenn man das zu sehr ist, dann ist man naiv. In Konflikten setzen sie eher auf
Verhandlungen als auf die Anwendung von Macht oder sogar Gewalt. Und dazu passend sind sie auch eher kooperativ als konkurrenzorientiert und hilfsbereiter. Sowohl was Geld anbelangt, sie spenden eher was und auch mehr, als auch mit der Zeit, für die sie sozusagen opfern, um anderen Menschen zu helfen. Diese Eigenschaften zeigen sich übrigens schon bei Jugendlichen in der Mittelstufe, etwa wenn es Konflikte in der Klasse gibt. Und umgekehrt, unverträgliche Menschen haben zum Beispiel eher Vorteile gegenüber, eher nicht Vorteile, sondern Vorurteile gegenüber Gruppen, die typischerweise Ziele von Vorurteilen sind, also etwa andere Ethnien oder Schwule, aber auch gegenüber stigmatisierten Gruppen wie etwa Übergewichtigen oder Behinderten. Hinter diesen Unterschieden scheint unter anderem zu stehen, dass es stark verträglichen Menschen wichtiger ist, als anderen gute soziale Beziehungen zu haben. Es ist also eine motivationale Komponente dabei. Und dass sie über mehr Empathie verfügen, also über die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen und Mitleid zu empfinden. Wenig verträgliche Menschen haben natürlich auch Empathie, ansonsten wären sie Psychopathen, aber es fällt ihnen eben nicht so leicht, emotional die Perspektive anderer einzunehmen. Und dann letztes, eine hohe Neigung zu Verträglichkeit führt nicht nur direkt dazu, dass man selbst verträglicher ist, sondern auch, dass sich dadurch andere im Umfeld verträglicher verhalten. Und wenn sich andere mir gegenüber verträglicher verhalten, verstärkt das wiederum meine Verträglichkeit. Kann man zum Teil bei Unternehmenskulturen sehen, je nachdem, wie der Chef ist. Man könnte nun meinen, dass hohe Verträglichkeit immer gut ist, also eine Tugend. Kann man mal kurz drüber nachdenken, ob das aber wirklich so ist. Die Antwort ist, nee, kommt wie bei so vielem drauf an. Offenbar gibt es Berufe, da sollte man nicht allzu verträglich sein, sonst wird es schwer. Nicht nur etwa für Soldaten oder die Polizei. Viele Führungskräfte haben es emotional deutlich schwerer, wenn es ihnen schwer fällt, für Mitarbeiter unangenehme Entscheidungen zu fällen und die dann durchzusetzen oder hart zu verhandeln. Und es wundert deshalb nicht, dass Top-Manager, zeigen Studien, durchschnittlich weniger verträglich sind als der Durchschnitt der Bevölkerung. Frauen sind übrigens im Durchschnitt etwas verträglicher als Männer. Aber zu Geschlechtsunterschieden zwischen, also was Persönlichkeiten anbelangt, schwieriges Thema, mache ich mal ein anderes Video zu, wenn es da Bedarf gibt. Soweit Verträglichkeit. Zuletzt noch zum Neurotizismus, letzter Buchstabe bei Ocean, wird auch, weil sich Neurotizismus so ein bisschen nach neurotisch anhört und das frauenfeindlich klingt, deshalb spricht man zum Teil auch von emotionaler Stabilität. Da geht es darum, wie sehr man dazu neigt, negative Gefühle zu erleben. Wer stärker neurotizistisch ist, der erlebt häufiger negative Gefühle wie Angst, Wut, Trauer, sich schuldig fühlen, Nervosität, Reizbarkeit, unsicher sein, sich bedroht fühlen. Und
stärker. Neurotizistische Menschen erleben diese Gefühle auch intensiver und sie dauern auch länger als bei Menschen, die gering neurotizistisch sind. Und verbunden mit diesen Gefühlen sind auch bestimmte Gedanken, also Kognitionen, sagen Psychologen da, stärker. Neurotizistische Menschen tendieren dazu, sich mehr Sorgen zu machen über schlimme Dinge, die in der Zukunft passieren könnten. Sie fokussieren also auf mögliche Risiken im Leben. Risiken, krank zu werden, sozial zu versorgen, zurückgewiesen zu werden von anderen. Und deshalb versuchen sie auch stärker als andere, solche möglichen Situationen zu vermeiden. Hochgradig neurotizistische Personen neigen auch dazu, stärker überzureagieren, wenn etwas nicht so läuft, wie sie wollen. Sie sind auch leicht erschütterbar, leicht verletzlich. Und sie sind durchschnittlich weniger zufrieden mit ihrem Leben, was wenig verwundert, weil sie ja häufiger als andere negative Gefühle erleben müssen. Entsprechend brauchen sie auch mehr emotionale Unterstützung von anderen Menschen um sie herum, sodass sie manchmal auch ansprüchlich wirken oder unselbstständig. Und es wundert auch nicht, dass für sie auch leider persönliche Beziehungen häufig belastender sind als für andere Freundschaften oder Partnerschaften. Und dass sogar Herzinfarkte bei ihnen häufiger auftreten, das Immunsystem schwächer ist und die Lebenserwartung geringer ist. Manche Mediziner sind deshalb der Meinung, dass Neurotizismus bzw. emotionale Labilität eines der großen Probleme für die öffentliche Gesundheit ist. Gar nicht mal einfach nur für das psychologische Wohlergehen von Menschen. Ursachen dafür auch noch nicht ganz geklärt, aber es gibt wohl eine relativ starke genetische Komponente. Manche Menschen haben scheinbar ein Gehirn, das auf negative Ereignisse und Bedrohungen schneller und stärker anspricht als der Durchschnitt der Menschen. Und Kinder können auch bis zu einem gewissen Grad lernen, neurotizistisch zu sein. Wenn ihre Eltern häufig wütend sind oder ängstlich oder traurig, dann lernen diese Kinder eher, dass dieser hohe Grad an negativer Emotionalität normal ist. Und dann machen sie das halt eben auch nach, lernen am Modell. Und sie lernen entsprechend seltener, zumindest von ihren Eltern, Strategien, mit negativen Situationen umzugehen, ohne allzu sehr dadurch emotional belastet zu sein. Solche Coping-Strategien, so nennt man das, können sie zwar später noch lernen, zum Beispiel in Psychotherapien, aber das ist eben eine Herausforderung im Leben mehr. Neurotizismus kann auch durch zwei Arten von ziemlich direkten Erziehungsfehlern verstärkt werden. Also nicht nur dadurch, wie die Eltern halt von ihrer eigenen Persönlichkeit her sind. Zum einen nämlich dadurch, dass Eltern ihren Kindern die Welt als einen gefährlichen und freudlosen Ort darstellen, der voller Gefahren ist, und sie überbehüten, und zum anderen dadurch, dass sie ihre Kinder vernachlässigen, zurückweisen oder sogar schlagen oder sonst wie missbrauchen. Auch das kann dazu führen, dass Kinder chronisch ängstlich und verletzlich sind. Wie gesagt, da kann man was gegen tun, aber es erfordert Anstrengungen, die emotional stabile Menschen nicht aufbringen müssen. So, zum Schluss noch
ein paar Worte, um Missverständnisse zu vermeiden. Als ich zum ersten Mal von den Big Five gehört habe, dachte ich spontan, das ist doch wahrscheinlich viel zu grob, um des Lebens bunte Vielfalt abzubilden. Es gibt doch viel mehr auch wichtige Persönlichkeitsmerkmale als nur diese fünf. Aber was man dabei übersieht, ist, dass es auf das Mischungsverhältnis dieser fünf Persönlichkeitsdimensionen ankommt. Das ist ähnlich wie bei den Grundfarben. Von denen gibt es ja auch nur drei, aber in Kombination eben viel mehr. Grün und Rot zum Beispiel ergibt was ganz Neues, nämlich Gelb. Übertragen auf die Big Five zum Beispiel, wenn man sich Neurotizismus und Verträglichkeit anguckt, ist jemand hoch neurotizistisch, dann erlebt er deutlich häufiger als andere negative Gefühle, zum Beispiel Wut oder Ärger, haben wir schon gehört. Und wenn er jetzt zugleich wenig verträglich ist, ihm also an guten Beziehungen mit anderen wenig liegt, dann wird er sich deutlich häufiger mit anderen anlegen als jemand, der ebenfalls stark neurotizistisch ist, aber zugleich stark verträglich. Der fühlt dann zwar auch häufig Wut oder Ärger, versucht aber vielleicht, das nicht zu zeigen, um andere nicht zu verärgern, und frisst es dann in sich hinein und bekommt ein Magengeschwür. Und Ähnliches gilt für sehr viele andere Kombinationen der Big Five. Und außerdem lassen sich feinere Persönlichkeitsunterschiede auch dadurch gut erfassen, dass jeder der Big Five-Faktoren in mehrere Unterfaktoren gegliedert werden kann. Je nachdem, was einen interessiert, nutzt man dann als Psychologe beim Testen halt längere Persönlichkeitsfragebogen. Und ganz zum Schluss nochmal allgemein was zu solchen Persönlichkeitstests im Internet. Da gibt es ja mittlerweile eine ganze Menge. Ein Teil von denen ist leider wissenschaftlich ein bisschen fragwürdig. Und einige dienen in erster Linie auch nur dazu, dem Betreiber der entsprechenden Seite Geld einzubringen. Trotzdem können gute Persönlichkeitstests durchaus interessant sein und sie können uns dabei helfen, die zum Teil doch recht abstrakten psychologischen Begriffe anschaulich zu machen. Ich empfehle, wenn man mal einen machen will, sich einen Test zu suchen, der von einer deutschen Uni angeboten wird. Die Uni Leipzig zum Beispiel, die macht das. Die bieten einen kostenlosen, anonymen Online-Test mit 60 Fragen an, dauert so 10 bis 15 Minuten. Kürzer als dieses Video. Und das sollte einem die eigene Persönlichkeit schon wert sein. Kann man auch mal Freunde fragen, ob die sowas nicht machen wollen. Kann sich ja ganz interessante Gespräche entwickeln. Link zur Uni Leipzig unten in der Videobeschreibung. So, das war's zu den Grundlagen unserer Persönlichkeit. Wie immer gilt, YouTube-Videos sind bestenfalls Anregungen, sich mit etwas näher zu beschäftigen. Sie sind keine Sachartikel und sie ersetzen auch keine gute Lebenserfahrung. Und sie sind erst recht keine Psychotherapien. Manchmal sind sie aber immerhin trotzdem interessant. Und wer mehr davon sehen will, macht einfach entsprechende Themenvorschläge und kommentiert. Ich lese jeden Kommentar und ich antworte auch gerne drauf. Und ansonsten liken und vielleicht sogar abonnieren. Da freue ich mich auch immer sehr drüber.